Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im LS22 auf der Karte Nordfriesische Marsch mit mir, dem Chris LP. Jo, wir machen weiter hier. In der letzten Folge waren wir stehen geblieben bei den Paletten aufladen, den Salat hier aufladen. Und ja, ich habe das jetzt in der Zwischenzeit schon mal gemacht. Und ja, wir werden jetzt erstmal losdüsen in Richtung Verkaufen. Wir müssen natürlich erstmal gucken, das war Aldi. Aldi, Lidl. Lidl ist aber sinkend. Wo ist das überhaupt? Verkauft Lidl. Ja, würde ich sagen. Dann fahren wir doch zu Lidl und verkaufen das eben. Auch wenn der Preis fallend ist. Aber da können wir doch eben noch ein paar Paletten verkaufen. Ja, wenn wir denn da hinkommen. Weil der Traktor doch ganz gut schwimmt. Weil er nicht viel drauf hat. Vielleicht kommt es auch von der doppelten Achse hier vorne. Das kann wohl gut sein. So, wenn auf der geraden Strecke ist, dann geht's. Wir müssen mal gucken, was wir mit diesem Anhänger-Sachen machen. Ob wir da... Eigentlich, ja, der Anhänger ist gut, weil er halt viel Füllevolumen Platz hat. Egal, ob es jetzt an Paletten ist, ob es an Ballen ist. Wir müssen mal gucken, was wir daraus machen. Ob wir den irgendwie umrüsten. Wir werden mal versuchen, den Schlepper noch umzurüsten auf Dingsreifen, auf Radgewichte. Das werden wir mal versuchen. Ob es dann besser wird, weil vielleicht liegt es auch daran, dass einfach ja, der Schlepper zu leicht ist. Weil der Anhänger geht ja wirklich spazieren, muss man ja wirklich sagen. Er geht ja spazieren mit dem Schlepper. So, ja, der Drescher ist eigentlich auch wieder unterwegs. Wir haben ja schon was, ich habe gerade abgeladen mal eine Tour. Also abgetankt, das passt eigentlich. Wir werden gleich mal gucken. So, das sollte erstmal laufen. Ja, wir werden dann gleich noch mit dem Jorollen Düngen fahren. Wir brauchen ja noch ein paar, also unsere Wiesen brauchen ja noch ein bisschen Dünger. Das wird gleich gehen und dann werden wir eine Mission annehmen. Thema Mähen und Ballen machen. Das sollten wir dann gleich mal in Angriff nehmen. So. Dann fahren wir hier rein. Mamma mia. So. Gut, entladen wird schon mal. Ich denke, das sollte doch was gut bei rumkommen, weil 9000 Liter mal 2,7, das sind irgendwo rund about 25.000 oder so, was da jetzt bei rumkommt. Jo, 24,5, das ist reichlich, das ist gut, gefällt mir auf jeden Fall. Das Geld werden wir wahrscheinlich auch lohnend wieder investieren. Auf jeden Fall in so Sachen wie hier Radgewichte draufbauen. Gut, du fährst zurück, du bist hier, dann fahren wir nämlich eine Runde düngen jetzt eben. Das können wir ja eben machen, hier die Wiese düngen und vorne die Wiese 9 düngen. Weil das muss eben passieren. So. Gut. Ich wollte gerade GPS anmachen, aber man sieht es doch relativ gut, wo er hinschmeißt. Das passt auf jeden Fall. Ja, und so wie wursteln wir uns eigentlich so weiter. Gleich wieder ein bisschen Geld einnehmen durch die Mission. Wir werden vielleicht den gleich wieder zum Düngen losschicken. Ich wollte eigentlich noch einen zweiten Düngerstreuer kaufen, zwecks wegen Kalk, aber das schiebe ich noch so ein bisschen, solange das so weit geht. Klar, der 3-Punkt-Streuer hätte 40 Meter Arbeitsbreite, wären halt dann doch nochmal 10 Meter mehr, aber man muss auch dran denken,
dass man einen vernünftigen Klotz vorne dran. Klar, wir könnten auch so einen als Streuer nochmal holen. Diesen Amazon gibt es ja auch auf Räder. Könnten wir uns auch holen. Wäre auch kein Thema. Hätte auch 40 Meter. Ich weiß aber nicht, wie viel teurer der dann gleich ist. Weil der Bredal kann halt Kalk laden. Das ist doch ganz praktisch, finde ich. So, da kommt unser Schlepper an auch. Ich hoffe, das dachte ich mir. Wir werden da noch ein wenig die Einfahrt variieren müssen, den Kurs. Aber gut, wir haben das jetzt schon mal getestet, dann wissen wir das schon mal. Okay, dann werden wir das gleich auch noch regeln, dass wir die Einfahrt breiter hier kriegen, beziehungsweise den Kurs ein bisschen weiter nach links schieben. Dann kommt der Traktor auch rein. So. So. Die Fläche machen wir eben selber fertig. Das ist ja nicht so die Welt mit Düngen. Ja, und dann machen wir wieder ein paar Silageballen, würde ich sagen. Gucken, wo die Flächen sind. So. Da fahren wir. Einmal hoch, das dürfte nicht reichen. Na, hätten wir die letzte Bahn nicht ganz so beschissen gefahren, dann wäre das auch gegangen, aber gut. Wir nehmen die an, die ist einmal so, Geräte ausleihen. Machen wir. Das passt, das können wir wohl machen. Gut. Dann kann der zu Feld 9. War doch so aus dem Feld raus. Du fährst zu Feld 14. Feld 14. Abfahrt. Ja, okay. Jo, ist da zugange. Wir werden gleich wieder mit Schwaderblage mähen, dann brauchen wir da gar nicht groß umhertun. Wir nehmen die Ballenpresse wieder mit dem 900er, 30er. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo Wiese 14 ist, aber der, ach so, ja, ich wollte gerade sagen, der fährt uns dahin, aber KI macht wieder mal ihr möglichstes Chaos bitte rein. So, jetzt aber. Gut, dann fahren wir den Big M hinterher. Der weist uns den Weg. Das passt auch. Dann können wir da die Ballenpresse gleich hinterher schicken, wenn er ein Stück gemäht hat. Jo, ist angekommen, das ist gut. Die Überlegung ist halt, ob ich werde gleich mal gucken, ob wir noch irgendwie eine Gruppe Mission oder so losschicken, wo wir uns nicht groß drum kümmern müssen. Das kann ja eben gemacht, getan werden. Ich
Was jetzt cool wäre, wenn es Follow Me geben würde. Ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt, aber ich meines Erachtens gibt es das noch nicht. Ja, das wäre jetzt cool mit Follow Me hier hinterher. Und dann wäre gut. So, WC 14 ist ja nicht groß. Das denke, da soll es auch nicht so viel von geben. Stell mal den Kollegen erstmal hier rein. Schocken einmal zu dir hin. Hallo. Lass mich doch hier rein. Danke. Kein Kurs. Ja, das ändern wir. Wie viel Vorgewendebahn fährst du? 2. Auf jeden Fall, weil wir hier Graben außenrum haben. Machen wir 3. Gut, Steuerung das, dass wir die Schwadablage haben. Und ja, dann viel Spaß. Kannst schon mal fahren, genau. Wir wollen aber erstmal, dass du außen entlang fährst. Gut. Kurs. 9 Ordner. Das ist Feld 14. Jo. Kurs speichern in Feld 14. Mähen. 10 Meter. Zack. Was wir auch machen. Zeige alle Kurse. Du startest. Sehr schön. Du bist auch fleißig, du bist auch fleißig. Dann kümmern wir uns um ein paar Gruber-Missionen oder so. Da brauchen wir uns ja nicht so viel drum kümmern. Gruber nur hier. 95.000. 7.000 Miete. Feld 50. Ist, glaube ich, so ein Riesenschinken. 36 Hektar. Jo, warum nicht? Pferde halt eine Weile, aber jo. Eine Stunde 47, ja, ist ja nicht unser Ding, sag ich mal, kann er ja machen, also, da bin ich ja so ein bisschen, soll fahren, das passt wohl, Geräte ausleihen, dann kann eine andere Gruppe-Mission danach auch noch machen, ich glaube, da werden wir die wenigste Arbeit mit haben. Ja, Knicklenker. Kriegt auf jeden Fall einen dicken Oschi hinter. Ja, ist mal auf jeden Fall ein Oschi. Das muss man wirklich sagen. Feld 50. Ja, okay. Ich guck gerade, wie man da am besten hinfährt. Wenn ich jetzt nach meiner Weise fahren würde, wäre es dann irgendwo 12, 13 hoch, dann zwischen der 40 durch und dann durch den Wald da oben preschen. Ja. Irgendwie so, aber wir lassen den mal fahren, gucken, wo er ankommt. Genau. Du sollst hier einmal Dinge tun, viel Position kriegst du hin, dann machst du das, generiere Kurs, wie du hier düngen tust, ist eigentlich egal, Hauptsache das passiert. Gut, sehr schön. Du bist fleißig am Mähen. Du machst die zweite Bahn. Das ist auch ein Punkt.
fährst hier hoch, das ist nicht schlecht. Dann wirst du gleich 10,40 hoch. Jo. Da müssen wir wohl eben mal hinterher. Dass wir eben zum Abtanken kommen. Ja, gibt doch ein bisschen was ab, das Feld. Ich dachte erst, es gibt nichts ab, aber doch, so langsam kommt was runter. Vor allen Dingen... Ja. Das... Ja, okay, dann so. Dann ist er zumindest mal der größte Teil abgetankt, weil da gehen ja auch 7000 Liter oder was rein vorne. Nein, egal. Oh ja, fast leer. Oh cool, ja gut, 400 Liter sind noch drin, das ist auch nicht schlecht, aber dann passt das, dann kann der weiterfahren. Gut, du wirst das hier machen. Wir wollen Größe 150 machen. Was kann eigentlich unser Ballenwagen laden? Ich würde das ja mit unserem gleich fahren, dann brauchen wir gar nicht diesen gemieteten. Kann der 180er laden? So, dann machen wir 180er auch gleich. Ah ne, 180er gehen ja nicht zum Wickeln. Gut, der Gedanke war gut, die Ausführung war schlecht. Gut, dann fahren wir die 150er. Normalerweise müsste der Schlepper jetzt anhalten, wenn der Ballen voll ist. Weil ich diesen Mod mit zugenommen habe, dass er stehen bleibt, wenn die Ballenpresse voll ist. Genau. Kam wieder von LSFM. Und ja, den hatte ich mit reingenommen schon. Dann passt das. Normalerweise ist das dann Wickel-Wickel ablegen. Automatisch habe ich jetzt an. Jo, sehr schön. So, gut, dann passt das. Jo, das braucht auf jeden Fall eine Weile, bis der hier fertig ist. Kein Kurs. Jo, wir gucken mal. Was ist das? Passt. Du bist. Ja, gut, wir haben zu spät drauf geachtet, aber du bist gleich da. Das ist auch nicht schlecht. Wir fahren eben den letzten Meter selber. Wir müssen eh gleich gucken, welche Feldeinfahrt wir nehmen. Ich weiß noch gar nicht, wo wir da am besten reinfahren, ob da irgendwo Graben ist. Ist ja bei der nordfriesischen Marsch ja so ein bisschen knifflig. Da kann man ja nicht so querfeld einfahren, wie man sich denkt. Da vorne ist eine Brücke, sehr schön. Ja, dann kann der hier loslegen. Ich weiß gar nicht, wie viel Arbeitsbreite der hat, der Kollege hier, aber ich glaube, der hat doch ein bisschen was. So. Der kann sich mal ausklappen. 14 Meter steht da. Ja, warum nicht? 14 Meter, dann braucht er da. Oh mein Gott, soll drei Vorgewendebahnen ziehen. Jo, das hat funktioniert. So. Und ja, dann kann er senken und der kann losdüsen. 11 km/h nur.
Ui. Ja, dann viel Glück, weil dann braucht er ja 100 Jahre dafür. Eigene Sachen wollte ich nicht gucken, ich wollte mal eben gucken. Was braucht der denn am PS? 450. Aber mit diesem Riesenmonster, was da jetzt fährt, soll da doch eigentlich was haben. 600. Wenn er die niedrigste Variante hat, dann hat er 460. Ja, steht mal 480 dran. Das ist dann natürlich klar. Was wäre das? Die 480er. Dann hat er gerade so genug PS, dass er fahren kann. Ich gucke jetzt nochmal auf die Arbeitsgeschwindigkeit. Vielleicht ist die auch bei dem Riesenteil so wenig. Ne, 15 km/h könnte der. Das ist natürlich. Ja, gut. Ja, dann soll er hier mal seine Bahn drehen. Dann ist auch kein Wunder, dass er eine Stunde und mehr braucht. Ich würde sagen, wir sind fertig mit dieser Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommi da. Falls ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann lasst gerne ein Abo da, dass ihr nichts verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.